Großer Jubel in Damaskus. Fußballclub Al-Wada hat den Syrien-Pokal gewonnen. Für 120 Minuten rückten im Finale gegen eine syrische Militärauswahl der Bürgerkrieg und der Konflikt um Chemiewaffen in den Hintergrund. Stattdessen war die Freude nach dem 1:0-Siegtor von Hamoud Hamoudi in der Schlussphase der Verlängerung grenzenlos. Nach zweijähriger Abwesenheit war heute der erste Tag, an dem uns wieder zahlreiche Fans im Stadion unterstützt haben. Sie waren unser 12. Mann. Mit ihrer Unterstützung haben wir dieses Spiel gewonnen. Fast 2000 Fans bildeten im Tischrin-Stadion in Damaskus eine stimmungsvolle Kulisse. Auch für die Zuschauer war die Abwechslung von der politischen Krise willkommen. Ich bin nicht nur gekommen, um das Armeeteam zu unterstützen, sondern um ein Glücksgefühl mit den syrischen Menschen zu teilen. Auch wenn das Glück nun unvollständig ist, bin ich froh, erstmals nach Jahren der Krise wieder hier im Stadion zu sein. Wir sind hier hingekommen, weil wir es leid sind, zu Hause zu bleiben und Nachrichten zu schauen. Wir sind hier, um lockerer zu werden und aus dem Haus auszubrechen und von den Nachrichten wegzukommen. Für 120 Minuten waren die Nachrichten Nebensache. Der Pokalsieg von Al-Wada hat zumindest vorübergehend für sportliche Schlagzeilen und Freude in Syrien gesorgt.